Hey Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es mal ein Video, das sich schon öfter gewünscht wurde und ich euch heute mal einfach diesen Wunsch erfüllen wollte. Und zwar gibt es ein Allemann-Schleichpferde. Ja, da ich jetzt gerade alle meine Pferde aus den Boxen getan habe, was ihr auch hier seht. Und deshalb dachte ich mir, drehe ich doch ein alle meine Schleichpferde, da ich hoffe, dass es euch gefallen wird. Und oh mein Gott, Leute, wir sind so kurz vor den 10.000 und das ist für mich einfach wirklich krass. Und es tut mir leid, dass ich das die ganze Zeit sage, aber ich kann es immer noch nicht realisieren. Und ja, also ein Riesendanke an alle. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir auch. Also wir fangen an mit der unteren Etage meines Regals. Dort sind eigentlich auch meine ganzen Fohlen und Ponys. Und ich würde sagen, wir fangen da mal an. Und zwar fangen wir einfach mal an mit meinem Esel. Es ist ein ganz normaler Esel, ich weiß. Aber er ist schon cute und deshalb muss er auch unbedingt in mein Regal. Dann als nächstes haben wir die Cindy. Sie ist ein altes Fohlen, das richtig süß liegt. Und ich finde die Maus so richtig knuffig. Dann kommt Shetty Hengst. Ja, Hengst. Zu ihm muss ich auch nicht viel sagen, denke ich mal, weil er ist vielen bekannt. Als nächstes ist zwar kein Schleichpferd, aber ein Bullyland-Pferdchen, das ich mal von Horse Girl geschenkt bekommen habe. Es ist richtig, richtig cute. Ich finde diese Stellung so richtig süß und ja. Danach kommen meine drei Shetty-Stuten. Ich habe eigentlich noch mehr, aber die sind auf der anderen Seite. Und zwar ist hier einmal die Maus hier. Übrigens könnt ihr mir ganz viele Namensvorschläge in die Kommentare schreiben, weil nicht jedes Pferd aus meinem Regal hat einen Namen. Dann kommt sie hier, dann sie, ja. Dann kommen drei von dem Modell des Trakehner-Fohlen. Einmal das Originalmodell, einmal das Modell aus einer Zeitschrift und nochmal aus einer Zeitschrift. Er heißt Ostwind, das weiß ich noch ganz genau und bei den anderen bin ich mir nicht mehr sicher. Allgemein haben Fohlen bei mir keine Namen, aber wie gesagt, Namensvorschläge würden das auf jeden Fall sehr erleichtern. Dann haben wir hier Hanufohlens. Hanufohlen. Auch vom gleichen Modell, also hier der Storm als Fohlen. Er ist vom Waschplatz oder eine Sie. Ich muss kurz schauen. Es ist eine Sie. Dann kommt die bekannte Nanny. Also ihre Mutter ist Honey. Ja, die steht hier auch irgendwo. Ja. Dann kommt ein Fohlen, das ich so richtig süß finde. Ich denke, ich habe es auch von Horse Girl bekommen, aber ich bin mir nicht mehr ganz so sicher. Ja, danach kommt das Originalmodell von denen beiden auch. Und danach kommt ein Mustang-Fohlen von dem Stall. Hier haben wir wieder das gleiche Modell. Mal wieder. Und zwar haben die zwei die gleiche Farbe und er ist das gleiche, nur in schwarz. Dann kommt hier ein zuckersüßes Fohlen, das ich so süß finde. Und danach kommt... Schock meines Lebens. Einfach traurig, einfach traurig. Und hier sind sie wieder. Haben zum Glück keine Macken bekommen. Da bin ich aber froh.
Ja, gut. Danach kommt, wie gesagt, das Fohlen von Snoopy, danach die beiden. Danach haben wir auch noch ein paar Fohlen, die sich eigentlich selbst erklärbar sind. Und zum Schluss haben wir Fritzchen. Kommen wir jetzt zur zweiten Reihe. Hier hinten, ganz im Eck, steht Lady Rose. Danach steht die Snow. Danach wieder eine ganze Fohlenreihe, was auch immer. Dann steht hier der Sunny. Das ist ein Welsh Pony, von dem ich den Namen gerade nicht mehr weiß. Danach kommt so eine süße Fiordi-Stute. Und mein geliebter Snow. Stracciatella, Amy. Ja, ich habe sie von einer YouTuberin nachrepainted. Ich war da 9, also no judge me. Thank you. Danach kommt sie, dann Josie. Ich habe sie Josie genannt, ja. Toffee und Polly. Der Hengst vom Waschplatz. Danach noch sie. Dann noch eine Stute aus eigenem Set. Und ja, den Rest zeige ich euch einfach nochmal so. Kommen wir jetzt zur nächsten Reihe. Dort haben wir als erstes einmal meinen Dancer oder Dream Dancer. Danach sind hier so drei steigende Pferde. Und danach kommen die hier. Sie sieht man jetzt gar nicht so richtig. Die Athen. Und bei den restlichen Pferden muss ich, glaube ich, auch nicht mehr so viel sagen. Außer, dass hier mein geliebter Sky steht. Und hier meine geliebte Snoopy und meine geliebte California. Danach ist hier auch nochmal ein Repaint von mir, das total alt ist. Also nicht wundern. Danach kommt mein geliebter Amigo, meine geliebte Honey. Und danach kommt so ein Pferd, das wirklich sehr alt ist. Ich habe schnell nachgeschaut, es ist von 1996 und die Stute daneben ist von 1992, also auch sehr alt. Und zu den restlichen Pferden brauche ich eigentlich auch nicht viel sagen. Genau, das wäre es auch schon mit dieser Reihe oder mit diesem Abschnitt meines Regals. Genau, Leute, also das war Part 1 von meinen Schleichpferden. Wenn ihr Part 2 wollt, dann schreibt alle Hashtag Part 2 in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall freuen und ja, genau, dann bye! Bis zum nächsten Mal und schaltet gerne wieder ein. Oder abonniert meinen Kanal, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und aktiviert die Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen.